So, hallo und herzlich willkommen zusammen. Mein Name ist Shelia Stevens-Würzig. Ich bin der virtuelle Coach von ShelliaStevens.com, wo wir Experten und Teams beibringen, wie sie ihre Expertise online bringen und mehr Menschen erreichen. Und heute bin ich im Interview, im Gespräch mit Felix. Felix, wie sprichst du deinen Nachnamen aus? Antoni. Antoni, Felix Sieht Antoni. Sieht schwieriger aus, als es ist. Ja, es sieht irgendwie mit dem J irgendwie anders aus. Felix Antoni, Gründer und Geschäftsführer von Flexberto. Herzlich willkommen. Hallo, Sarah. Hi. Vielleicht hast du Lust, uns ein bisschen was über Flexberto zu erzählen, sodass wir dich ein bisschen einordnen können. Klar, gerne. Also Flexberto ist eine neue Softwarelösung, webbasierte Softwarelösung, die beratenden Dienstleistern dabei hilft, ihre Leistungen online anzubieten. Und wir integrieren eigentlich alles, was ein Coach oder ein selbstständiger Berater braucht, in einer einfach zu benutzenden Software. Dazu gehört eine Online-Terminbuchung, aber auch die Online-Beratung selber über einen Videochat, Text- und Voice-Chat bis hin zur Bezahlung und eben die Möglichkeit, eben dann auch die Kunden und die Sitzungen über das Tool zu managen. Und haben wir eben eine All-in-One-Software und richten uns damit vor allem an selbstständige Berater, könnten aber auch Ärzte oder Psychologen sein oder auch Unternehmen wie Versicherungen, Nachhilfeunternehmen, die in den Multikanal eintreten wollen. Sehr gut, sehr gut. Und Flexberto zeichnet sich aus, oder einer eurer USPs ist es, dass ihr sagt, wir sind eine sichere Methode, um online mit Klienten in Austausch zu gehen und der ganze Prozess ist sicher. Und darum geht es heute in unserem Gespräch. Wir reden über das Thema Sicherheit heute, denn viele Berater und Coaches, die gerade überlegen, ihre Dienstleistung online zu bringen, sind sehr daran interessiert, wenn es um das Thema geht, wie sicher ist meine Zusammenarbeit mit Kunden und Klienten im Netz. Und natürlich wollen sie einen vertrauensvollen Rahmen schaffen für sich und für die Zusammenarbeit mit ihren Kunden. Und sie wissen in der Regel nicht, was sie beachten müssen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin auch, obwohl ich mich bemühe, immer wieder mich zu informieren über dieses Thema, selber manchmal nicht hundertprozentig sicher über die Sicherheit. Sicher über die Sicherheit. Und da wollen wir heute ein bisschen Aufklärung leisten, gell, Felix? Und ja. Du kriegst als Berater von einem solchen Online-Plattform viele Fragen, wenn du in Gesprächen mit potenziellen Klienten, auch teilweise große Unternehmen gehst und auch Einzeldienstleister. Ich kriege Fragen dazu und wir haben gedacht, heute machen wir folgendermaßen. Ich stelle die Fragen im Namen von unseren Kunden und Felix gibt seine kompetente Antwort darauf. Also das ist ganz gut so, die Rollen sind gut verteilt. Genau, hört sich gut an. Gut, dann legen wir einfach los. Und zwar mit der ersten Frage, die hier vor mir steht. Also es geht darum, generell, welche Sicherheitsvoraussetzungen sollten mindestens erfüllt sein bei meinem Softwareanbieter, von einem Anbieter wie Flexberto, wo ich online meine Dienstleistung erbringen kann? Ja, also generell muss man dann natürlich immer sagen, dass das so ein bisschen auch darauf ankommt, welche Bedürfnisse der Kunde hat, beziehungsweise ob das jetzt ein Arzt ist, der Online-Beratung anbieten möchte, oder ob das ein Coach ist, der jetzt vielleicht Verkaufscoachings anbieten möchte. Also das sollte man im Grunde genommen immer als erste Frage stellen. Wenn man eben sagt, es ist eine vertrauliche Kommunikation und wir sehen das hier auch bei Flexperto, wir kriegen täglich Dutzende Hackerangriffe, wovon die Nutzer überhaupt nichts mitbekommen, dann sollte man eben doch darauf achten, dass zumindest eine SSL-Verschlüsselung vom Anbieter bereitgestellt wird. Aus unserer Sicht ist das sogar absolute Pflicht. Das zweite Element ist eben die Server. Ja? Also wir sagen, die Server sollten in Deutschland stehen. Wenn möglich, sollten die Daten wirklich auch verschlüsselt gespeichert werden. Aber es gibt einfach in verschiedenen Ländern andere Gesetzgebungen, auch im Hinblick auf Datenschutz. Und da haben wir einfach in Deutschland relativ strenge Bedingungen. Ein anderes Element ist eben, dass die Verbindung Ende zu Ende verschlüsselt sein sollte, wenn es wirklich beispielsweise um psychotherapeutische Belange geht, Burnout-Coachings und solche dergleichen. Da ist es aus unserer Sicht wichtig, dass man eben die Verbindung Ende zu Ende verschlüsselt ist. Das heißt einfach, dass kein Server dazwischen läuft, der gehackt werden konnte, sondern dass das, was ich hier in den Computer rein sage, direkt bei Shelia ankommt und nicht noch auf irgendeinem Server zwischengespeichert
ist. Und dann gibt es auch so ganz grundsätzliche Dinge, wie dass der Login beispielsweise natürlich gegeben sein sollte, also dass ich nicht einfach einen Link, der jetzt in einer automatisch generierten E-Mail rausgesendet wird, von einem anderen Bekannten geöffnet werden könnte und ich damit vertrauliche Dokumente einsehen kann, sondern dass dieser Bekannte, dem ich den Link sende, auch vorher sich nochmal einloggen sollte. Und für die ganz Sicherheitsaffinen gibt es dann natürlich noch so tolle Sachen wie TAN-Verfahren, wie wir das vom Online-Banking kennen, sodass ich eine doppelte Authentifizierung habe. Das heißt einmal eben mit meinem PIN in den Online-Bereich und zum Zweiten eben dann mit einer TAN, dass ich dann in die Sitzung reinkomme, die ich beispielsweise auf mein Handy bekomme. Okay, puh, das ist jede Menge Information. Also ich sage dir, was ich gehört habe. SSL-Verschlüsselung, hast du gesagt, sollte das mindestens gegeben sein. Genau. Der Server sollte in Deutschland sitzen. Es sollte eine End-to-End-Kommunikation möglich sein. Das heißt, es ist kein Server zwischen mir und dem Kunde zugeschaltet, sondern unsere Daten werden direkt zueinander geschaltet. Obendrein ein Passwort, sodass man nicht irgendwo einen Link verschickt, wo jemand anders an die Sache rankommt. Und das Ganze obendrauf könnte man wie Banking mit einer TAN-Nummer verschlüsseln. Und dann sind wir im Fort Knox und da kommt Genau. keiner irgendwie auf unsere Daten, unsere vertraulichen Gespräche und so weiter. Stimmt's? Ja, hoffen wir es. Ja? Also Okay, also es hört. hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nicht. Okay, das hört sich an, also wenn man sicher sein möchte, dass es wirklich einiges zu beachten gibt und vielleicht wird sich das noch transparenter werden mit den nachfolgenden Fragen. Wollen wir auf die Frage 2 schauen? Okay, so, wie finde ich heraus, ob ein Anbieter tatsächlich sicher ist, also quasi diese vielen Voraussetzungen auch erfüllt und anbietet? Also das meiste kann man, wenn man einen geschulten Blick hat, auf der Webseite des Anbieters rausfinden. Ich nenne mal ein Beispiel. Für die SSL-Verschlüsselung sehen wir das in der URL-Leiste des Browsers. Ja, also wenn wir unsere Internetseite flexperto.com haben, dort sehen wir dann oben einen grünen Balken an der linken Seite der Leiste und dort steht dann SSL. Da kann ich mir auch anschauen, wer dieses SSL-Zertifikat dem Anbieter gegeben hat. Also das ist zum Beispiel mal eine Möglichkeit, die jeder von uns eigentlich hinbekommen sollte. Natürlich kann ich mir auch auf der Webseite mal anschauen, eben wie mit Datenschutz umgegangen wird. Es gibt meistens Datenschutzbedingungen, das kann ich mir durchlesen. Ich kann auch nachfragen, wenn das nicht explizit dort steht, wo die Server eben liegen. Nun gibt es Anbieter wie Google, die darauf nicht reagieren und selbst Stiftung Warentest dort keine Hinweise geben, wo das Ganze liegt, dann muss man das eben verkraften und sich entscheiden, ob man dann einen Google-Video-Chat nutzen möchte oder nicht. Und viele Anbieter erwerben eben auch Prüfsiegel. Hier muss man allerdings aufpassen, dass wenn man diese Prüfsiegel betrachtet und ein TÜV-Prüfsiegel beispielsweise ist, ob das auch wirklich für diese Datensicherheit vergeben wird oder nur, dass das irgendwie Kunden nett behandelt werden. Also da sollte man sich auch nicht in die Irre führen lassen, weil dieses Sicherheitsblending oder Washing, wie man sagen könnte, wird natürlich relativ intensiv gerade in Zeiten des NSA-Skandals betrieben. Und man kann im besten Fall ruft man einfach bei kleineren Unternehmen auch mal an, wenn man eine Frage hat und fragt einfach mal nach, wenn das aus der Webseite nicht hervorgeht. Okay, das heißt, so gut es geht, auf der Website des Anbieters nach solchen Sicherheitshinweisen suchen, vor allem die Datenschutzerklärung nachsehen. Genau. In der URL kann man nachsehen, einiges daraus lesen. Aber wenn man wirklich sicher gehen will, anrufen, sich vergewissern und nicht jeder Anbieter, wie du sagst, möchte das preisgeben, behält die. Genau. Da kann man dann seine Rückschlüsse eben auch draus ziehen. Okay, alles klar. Das heißt, da muss man einiges an Recherche anstellen, um zu gucken, wo ist mein Sicherheitsgefühl erfüllt. Weil, also wenn du hast zu Beginn gesagt, also jeder ist individuell unterschiedlich. Einige Berufszweige müssen sehr hohe Sicherheit gewährleisten. Andere Leute, wie bei Coaches und andere Beratungsformen, können das selbst entscheiden, bis zu einem gewissen Grad, wie viel Sicherheit sie anbieten möchte. Und den Grad dessen müssen sie über den Anbieter selber sich informieren, um zu schauen, ob das sichergestellt ist. Genau.
Okay, hört sich schon mal kompliziert an. Vielleicht auf dem Weg wirst du uns noch sagen, wie das leicht irgendwie zu überblicken ist. Okay, also du hast schon angesprochen mit dem Standort und der Server, wo er sein sollte, dass in Deutschland höhere Sicherheitsrahmenbedingungen gegeben sind. Das haben wir schon geklärt. Jetzt kommen wir vielleicht in Richtung von diesen Cloud-Coaching oder Cloud-Lösungen. Vielleicht sagst du erstmal, was eine Cloud-Lösung überhaupt ist, für diejenigen, die es nicht wissen, und dann sind diese sicher. Ja, also Cloud ist natürlich ein oftmals missverstandener Begriff. Heutzutage gehen die meisten davon aus, dass alles irgendwie, was im Internet ist, in dieser Wolke, in dieser nicht zu definierenden Wolke aufgeht. Also die Cloud ist eigentlich ein relativ altes Konzept, das eben ist nicht auf meinem Server zu Hause lagert die Daten, sondern dass ich eben, wie man auf Englisch sagt, Distributed Services habe. Wo eben meine Daten in der Nähe von mir eben aufbewahrt werden, sodass das flexibel das System ist und einfach eine größere Performance erzielt werden kann, beziehungsweise dass sich jemand anderes auch um meine Daten sozusagen kümmert, sodass ich nicht selber sozusagen alles speichern muss. Und da führt eigentlich heutzutage auch nicht mehr viel dran vorbei. Das heißt, grundsätzlich kann man auch nicht sagen, dass alles, was in der Cloud liegt oder Cloud-Anbieter wie eine Dropbox oder so, ja, oder auch in unserem Fall, wenn jetzt bei uns in der Software irgendwelche Daten ausgetauscht werden, dann liegen die auf unseren Servern, nicht auf ihrem Computer, auf ihren Servern zu Hause, weil sie wahrscheinlich gar keine Server in ihrem Zimmer haben. Das heißt, das ist auch gar nicht schlimm, dass es so ist. Man muss sich nur eben anschauen, wo, auf welchen Servern werden diese Daten gespeichert. Und das habe ich ja eben schon mal angesprochen, dass eben bei beispielsweise Test der Stiftung Warentest auch herausgekommen sind, dass quasi alle amerikanischen Anbieter eben verheerend unsicher ist, wie das die Stiftung Warentest beschreibt. Und da sollte man dann schon eben schauen, dass die Server in Deutschland stehen. Und bei der Cloud lässt sich das eben oftmals nicht so richtig sagen, ob meine Daten jetzt gerade in Irland liegen oder in Frankfurt oder wo auch immer. Ja. Ja, okay, das heißt, Cloud-Technologien oder Cloud-Lösungen, wo der Server, bei denen der Server in Deutschland liegt, können sicher sein. Ob man das in Erfahrung bringen kann, ist auch nicht immer gegeben. Ja, also Cloud generell, also man muss sagen, dass es eine 100% sichere Cloud-Lösung nicht gibt, weil das einfach dem Prinzip widerspricht, wie unser Chefentwickler immer so schön zu sagen pflegt. Aber wenn man weiß, dass die Server in Deutschland stehen und das Unternehmen das auch versichert, dann könnte das auch ein Cloud-Unternehmen sein und es könnte trotzdem sicher sein. Okay. Relativ sicher. Relativ sicher, genau. Also wenn Angela Merkel abgehört werden, können wir wissen, ne? Also Dann kann jeder hören. dann kann jeder abgehört werden. Okay, gut. Also gehen wir in Richtung nächste Frage. Wie können Kunden sicher gehen, dass die Zahlung und Kontoinformationen gut geschützt sind? Also du hast ja zum Anfang gesagt, wir haben alles dabei, von der Terminbuchung bis hin zu das Videoconferencing, online das Chatten. Und auch die ganze Zahlungsabwicklung, das Kundenmanagement, also, ne? Und wenn das Genau. gegeben ist, wie kann man sicher gehen, dass das gut geschützt ist? Genau, also bei uns im System können die Kunden ja minutengenau auch eben für diese Sitzung bezahlen. Bei uns ist es eben so, und das ist generell zu empfehlen, dass die Softwareanbieter selber vermeiden sollten, diese Kreditkarteninformationen, sofern mit Kreditkarte gezahlt wird, auf eigenen Servern zu speichern. Also wir arbeiten da mit einem Zahlungsanbieter zusammen, der eben eine europäische Banklizenz besitzt. Und diese Daten können dann auch wirklich sicher gespeichert werden, weil selbst wenn das auf unserer Seite gebucht wird und das so aussieht, als wäre, würden die Zahlungsinformationen bei uns eingegeben werden, wir sehen die niemals. Die wandern direkt in das System des externen Anbieters. Und der hat natürlich, dadurch, dass er eine europäische Banklizenz hat, enorme Auflagen von der BaFin hier in Deutschland, die er erfüllen muss. Und wenn man weiß, dass ein Anbieter eine E-Bank-Lizenz hat, dann braucht man sich auch keine Gedanken über solche Gutscheinsysteme und Guthabensysteme machen. Andernfalls sollte man doch vorsichtig sein. Es gibt auch Anbieter, die da in der Vergangenheit auch schon zu rechtlichen Konsequenzen gezogen wurden. Okay, das heißt, darauf achten, dass die Zahlungs- und Kontoinformationen des Kunden nicht bei dem Anbieter liegen, sondern Immer. bei einer Bank liegen. Also wie kann man das überhaupt transparent sehen? Also wie könnte man das sehen?
Das müsste eigentlich auch in den Datenschutzbedingungen drinstehen, wo eben diese also die Informationen gespeichert werden, weil Hacker sehen es eben größtenteils eben auf diese Kreditkarteninformationen an. Das heißt, wenn wir die speichern, dann machen wir uns zum potenziellen Ziel. Oftmals sehen sie das eben nicht so direkt. Da hilft auch oftmals nur Nachfragen, beziehungsweise wirklich die Datenschutzbedingungen durchlesen. Sicherheit ist eben eine Sache, wo man ein bisschen für arbeiten muss, sich dann eben auch Dinge durchlesen muss. Deswegen sage ich immer, das muss einem es wert sein und man kann nicht immer nur schimpfen, sondern dann muss man sich auch die Datenschutzbedingungen durchlesen. Ja, dieser ist ein guter Rat, Felix. Das ist ein guter Rat. Okay, bei der Datenschutzerklärung nachschauen, wenn es nicht zu finden ist dort, ebenfalls nachhaken bei den Anbietern, sich wirklich völlig vergewissern, dass das gegeben ist. Okay, alles klar. Okay, jetzt kommen wir zum Thema Video-Chat-Sitzungen. Und diese Frage habe ich auch öfters erhalten, nämlich können vertrauliche Video-Chat-Sitzungen vom Anbieter eingesehen werden? Und wie schütze ich mich gegen eine Speicherung der Daten, also von diesen Videositzungen? Also ich hatte es ja angesprochen, eben es gibt grundsätzlich zwei Arten der Übertragung. Einmal Peer-to-Peer, also Ende zu Ende, so dass kein Server zwischengeschaltet ist. In diesem Falle können die Daten auch nicht gespeichert werden. Wenn Computer, Server, Computer sozusagen stattfindet und der Server dazwischen geschaltet ist, dann könnte der Anbieter eben auch die Möglichkeit erhalten, eben diese Sitzung aufzuzeichnen. Das wird er aber grundsätzlich nicht machen, ohne das Einverständnis sich zu nehmen von beiden Teilnehmern. Es gibt natürlich die Möglichkeit, beispielsweise für den, wenn du, Shailia, jetzt die Kundengespräche aufzeichnen möchtest und das auch deinem Kunden sagst, dass du das gerne machen möchtest, dann muss das ja irgendwo gespeichert werden. Und das wird auf den Servern natürlich des Anbieters gespeichert. Und wenn es dort gespeichert wird, dann kann natürlich auch der IT-Mitarbeiter dieses Anbieter sich diese Videochat-Sitzung anschauen, sofern sie nicht verschlüsselt gespeichert werden und erst wieder dekodiert werden müssen. Das heißt, da gibt es auch wieder viele Sachen zu beachten. Bei den klassischen Videochat-Anbietern kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass da irgendwelche Sachen dekodiert gespeichert werden. Das heißt, die sind öffentlich dann für die IT-Mitarbeiter dort zumindest einsehbar. Und ansonsten muss man eben eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wählen. Und auch hier gilt eben wieder, wenn ich möchte, dass der Textchat später verfügbar ist und ich den sehen kann, dann muss der irgendwo gespeichert werden. Wenn der Anbieter sagt, ich kann ihn dir nicht speichern, weil der direkt nachdem eure Sitzung rum ist, gelöscht wird, dann spricht das eigentlich für die Sicherheit. Aber Sicherheit gegen Bequemlichkeit, da kommen wir ja vielleicht auch noch gleich drauf zu sprechen, ist natürlich immer eine wichtige Frage. Okay, und gerade bei diesem Thema Videokonferenzen und der Speicherung dessen, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ich meine, was wir gerade machen ist, wir reden über ein Videokonferenzsystem, aber wir zeichnen nicht mit die Möglichkeit des Systems auf, sondern wir nehmen eine zusätzliche Software dazu, die direkt auf meine Festplatte gespeichert wird. Das heißt, niemand hat darauf Zugriff, weil es landet ja nur ausschließlich bei mir. Das heißt, es gibt auch selbst bei diesem ja, Recording-Thema auch Workarounds, wo man das nicht über den Anbieter speichert, selbst wenn das nicht end-to-end wäre, richtig? Genau, das ist halt immer, also das ist halt immer das Problem, dass man eben das nicht genau sehen kann, ob jetzt jemand hier das mitschneidet oder nicht, weil er einfach den Bildschirm beispielsweise abvideografiert oder wie man auch immer sagen Videografiert. würde. Das heißt, man muss natürlich auch ein gewisses Vertrauen zum Anbieter haben, dass der eben nicht diese Sitzung mitschneidet, ohne mir das zu sagen. Aber ich sag mal, auch im Online-Rechtsberatungsfall haben wir eben sowas auch oft, dass die nicht wollen, dass die Kunden dann auch wiederum die Sitzung wegen der Haftung und so Richtig, mitschneiden. richtig. Und dort ist es dann eben so, dass ich halt auch sage, ja, wenn der Kunde bei Ihnen vor Ort ist und er sein Handy dort liegen hat und auf Aufnahme geht, dann haben Sie das gleiche Risiko und es ist halt nicht komplett zu vermeiden. Deswegen bei Thema Sicherheit heißt auch immer irgendwo Kontrolle gegenüber dem Anbieter, aber auch gegenüber dem Anbieter der Beratungsleistung oder der Coachingleistung.
Ja. Also die Frage habe ich auch häufig bekommen von Coaches, die ihre Dienstleistungen online anbieten. Die haben Angst, dass der Coachee auch ohne ihr Einverständnis das Coaching, die Coaching-Sitzung aufnimmt. Das kann man nicht vermeiden. Wir können nicht sehen, ob das auf der anderen Seite aufgezeichnet wird. Also ich löse das bei mir beispielsweise, indem ich es in meine Coaching-Vereinbarung mit also festhalte, wenn du die Coaching-Sitzung aufnehmen möchtest, bitte gib mir Bescheid und das ist in Ordnung, gib mir Bescheid darüber. Ob sie das trotzdem tun und mir nicht Bescheid geben, kann ich auch nicht wissen. Das ist halt so das Thema heutzutage, wie du sagst. Aber man könnte in einer Offline-Sitzung eben Auch die per versteckte Kamera, Handy, ja. ja, per Handy versteckte Kamera machen. Okay, alles klar. Okay. Also, dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich hier hast du geschrieben, wir haben gebrainstormt am Anfang ein bisschen über diese Fragen, Sicherheit versus Usability und Schnelligkeit der Verbindung. Was meintest du damit? Das ist keine Frage als solches. Genau, also es ist natürlich immer eine gewisse ein gewisser Trade-off, wie man ja im Englischen so schön sagen würde, zwischen der Nutzerfreundlichkeit und der Sicherheit. Ich meine, ich habe eben schon so ein paar Beispiele angesprochen. Beispielsweise, wenn ich jetzt nochmal fünfmal irgendeinen Code eingeben muss, bis ich in die Sitzung reinkomme, ist das natürlich eine gewisse Hürde, ja? Ja, Und eine. macht das weniger nutzerfreundlich. Dann haben wir eben auch beispielsweise, wenn ich jetzt wie wir versuchen, einen möglichst sicheren Videochat mit Flexperto zu gewährleisten, stehen wir eben auch vor der Herausforderung, die gleiche Geschwindigkeit und Schnelligkeit dort zur Verfügung zu stellen, wie das ein Skype hat. Weil ein Skype eben kaum Sicherheitsvoraussetzungen hat und eben kaum eine Verschlüsselung. Und da ist es natürlich viel einfacher, eine schnelle Qualität eben zu bekommen. Ich meine, man kennt das ja auch, wenn man irgendwie sein Geld irgendwie sicher verwahren will, dann wird man es auch irgendwie in Safe sperren und den Safe am besten noch verstecken. Und so ist es eben auch als Anbieter aus unserer Sicht eben auch. Und da haben wir immer diesen Trade-off. Und man muss eben auch sagen, ich meine, wir kennen das auch, jeder von uns oder viele von uns nutzen Facebook, obwohl wir alle genau wissen, dass Facebook alles sehen kann und eben diese Daten auch verwertet, auch wenn sie anonymisiert verwertet werden. Ich sage immer, die Nutzer müssen sich einfach entscheiden. Möchten sie eben ärztliche Themen online besprechen über Skype und möchten sie, dass Skype das aufzeichnet und haben dafür vielleicht ein bisschen bessere Videochat-Qualität als bei anderen Anbietern oder was Schnelleres? Oder möchten sie das nicht? Und das ist die grundsätzliche Entscheidung, die man im Leben treffen muss. Ja, und es geht auch nicht nur darum, es geht auch um die Verbreitung. Und das ist immer so ein Thema, wo ich dann im Gespräch bin mit meinen Kunden, weil sie wollen wissen, was ist das beste Conferencing-System und häufig schaut man auch, also was ist am weitesten verbreitet, weil wenn der Kunde dann sagt, okay, der Coach arbeitet mit Skype, kenne ich, habe ich bereits auf meinem Rechner, nütze ich für meine Familiengespräche, dann ist die Hürde auch gering, dass sie einfach sagen, okay, dann nütze ich Skype zusätzlich für Coaching. Also wenn man den Coachee, den Klient, den Kunden, je nachdem in welchem Bereich man gerade unterwegs ist, heranführen muss an neue Technologien, wo gegebenenfalls auch eine Anmeldung nötig ist, wo man seinen Namen und E-Mail-Adresse erfordert, das ist immer so die Frage, weil dann ja der Kunde auch unter Umständen dann verschiedenste Technologien braucht für die verschiedene Zusammenarbeit mit verschiedenen Personen. Und ja, was sagst du zu dem? Also, was ist deine Einstellung dazu? Ja, also wir haben das Thema ja auch ganz oft, deswegen haben wir uns ja dazu entschieden, auch eine All-in-One-Software zu bauen, wo eben verschiedenste Elemente drin integriert sind. Wir sehen auch schon von unseren Kunden eben gerade in Bereichen wie im Coaching, dass eben dort oftmals jetzt der Zug zum Einfachen größer ist als jetzt irgendwie dieses Argument Sicherheit. Ja? Also die fragen zwar danach, aber ob es im Endeffekt das für sie ein Argument ist, ist dann eben die Frage. Und gerade wenn sie schon Skype benutzen für ihre privaten Dinge, dann macht es natürlich auch Sinn, damit mal als Coach oder so anzufangen, sofern man da keine vertraulichen Dokumente oder so drüber austauscht. Und ja, also ich sehe das eben so, dass es immer so ein bisschen branchenabhängig ist oder ein Unternehmen könnte das nicht machen, über Skype eine Bank, über Skype Beratungen durchzuführen.
Also da gibt es einfach Unterschiede und man muss einfach da auch einmal auf sich selber schauen, ja, was macht man mit seinen eigenen Daten und was wollen meine Kunden? Wollen das meine Kunden? Und wenn ja, dann, wenn ich diese zwei Fragen beantwortet habe, dann kann ich auch sehen, wie ich mit dem Thema Sicherheit umgehe. Okay. Okay, also dann kommen wir zur letzten Frage und zwar, du hast zu Beginn geredet über Stufenwarentest und überhaupt wissen wir im deutschsprachigen Raum, dass ganz viel Wert drauf gelegt wird auf Zertifikate und Klar. Siegel und all das. Also welche Sicherheitszertifikate gibt es in dem Bereich? Ja, was gibt es Ja. da? Also ich will dich nicht langweilen mit den ganzen ISO-Zertifikaten, weil die haben alle so lustige Begriffe wie ISO 25051 und so. Also grundsätzlich gibt es Zertifizierung vom TÜV, die speziell eine Softwareanwendung zertifiziert hinsichtlich Datensicherheit, Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit. Da ist so zum Beispiel eine Funktionalität ISO 25051. Aber es gibt auch Zertifizierungen, die das ganze Unternehmen betrachten und deren Informationssicherheit. Da gibt es beispielsweise auch vom IT-Grundschutz gewisse Zertifikate nach dem Katalog des BSI. Da geht es um die Absicherung der technischen Infrastruktur. Also generell TÜV-Siegel ist schon mal gut, wenn ein Unternehmen so ein TÜV-Siegel hat. Das kostet natürlich für die Unternehmen auch ein bisschen Geld und die müssen da kommt dann auch wirklich jemand ins Unternehmen und schaut sich an, wie werden die Daten gespeichert und so weiter. Man muss nur immer auch genau drauf gucken, was beinhaltet dieses ISO-Siegel. Und wenn man da auf Nummer ganz sicher gehen will, dann schaut man sich diese Nummer an und gibt die kurz bei Google ein und dann sieht man, wofür diese Nummer steht, damit man nicht auf den Trick reinfällt. Ja, die haben sich jetzt hier irgendein Siegel drauf gemacht. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, es gibt natürlich auch junge Unternehmen, zu denen auch Flexperto gehört, die natürlich auch daran arbeiten, gewisse Siegel zu bekommen, die natürlich auch mit Geld verbunden sind. Die Frage, ob man diesen jungen Unternehmen trotzdem vertrauen kann, kann man ganz deutlich mit Ja beantworten. Dort hat man wiederum den Vorteil, dass man wirklich auch mit dem Management beispielsweise mal in Kontakt treten kann, gerade als Unternehmenskunden und dann nicht einfach nur auf irgendwelche Siegel vertraut und die Siegel kommen und oftmals sind die Prozesse auch bereits darauf abgestimmt, dass diese Zertifikate erfüllt werden können. Also man kann da jetzt keine grundsätzliche Aussage treffen, sie können nur, wenn das Siegel so und so da ist, diese Software verwenden. Auch hier gilt einfach wieder, wenn ein Siegel da ist, ist das schon mal ein gutes Zeichen, dadurch, dass das Unternehmen sich da auch Geld rein investiert und aber immer darauf achten, ob da nicht irgendwelche Manipulation betrieben wird und ob das Siegel wirklich auch dafür steht, was man erreichen will. Ja. Okay, alles klar. Also mit diesen Siegeln ist auch wiederum, nimm die Verantwortung in die eigene Hand, höre ich heraus, informiere dich eingehend über die Bedeutung der Siegel und über die Ausprägungen der Siegel. Also nimm einfach die Verantwortung in die Hand. Okay, so zusammenfassend über das ganze Interview finde ich total spannend, Felix. Ich könnte mit dir stundenlang weiter darüber reden, ehrlich, weil das ist so aufschlussreich. Wir haben jetzt den Leuten, finde ich, ein erstes Sprungbrett gegeben. Was sind so die wichtigsten Faktoren und Themen, worauf sie ein Auge haben müssen? Wo können Sie, gibt es sowas wie einen Ort, wo jemand sich eingehen an einem Ort von der deutschen Regierung oder irgendwo sich informieren kann? Gibt es weitere Quellen? Also was würdest du denen empfehlen, wenn sie uns das nicht glauben oder wenn das, ja, wenn wir sagen, nehmen die Verantwortung in die Hand, wo können sie das wirklich tun? Ja, also es gibt, glaube ich, auch vom Bundesministerium sogar eine Seite, die sich mit Datenschutz und so weiter beschäftigt. Ich müsste jetzt noch mal genau schauen, wie die heißt, aber wenn man im Internet mal ein bisschen googelt, wird man das finden, wo wirklich viel auch über Cloud und diese ganzen Begriffe auch geschrieben wird, wo die Bundesregierung auch viel Geld in die Hand nimmt, um eben dort Aufklärungsarbeit zu leisten, weil Deutschland steht einfach auch für Sicherheit, Made in Germany, auch bei Software gilt einfach noch was. Also generell ist man mit deutschen Anbietern, fährt man meistens ganz gut. Jetzt als zentralen Anlaufort, ja, also das Beste ist, weil es doch immer Fall zu Fall abhängig ist, wirklich dann mit den Unternehmen sich direkt zu beschäftigen. Es gibt, wie gesagt, auch sowas wie Stiftung Warentest, was halt auch die auch ab und zu mal Tests über Cloud-Lösungen und so zur Verfügung stellen.
Ja, aber jetzt für die Online-Meetings könnten wir uns mal überlegen, vielleicht veröffentlichen wir da mal auf dem Flexperto-Blog demnächst eine Übersicht über die verschiedenen Anbieter und werden da verschiedene Parameter mal etwas näher beleuchten. Das wäre vielleicht ganz interessant. Das wäre sehr, sehr interessant. Ich wüsste schon 5 Kunden von mir, die darauf zugreifen würden wollen und sofort anschauen würden, mindestens. Das hört sich gut an. Okay, also, um nochmal hinzuschauen, weil das waren wirklich auch viele Faktoren, was würdest du sagen, ist das Minimum an Sicherheit, was man beispielsweise als Coach oder Online-Berater, der in einem nicht ärztlichen oder psychologischen oder psychotherapeutischen Bereich ist, sondern Life-Coaching, Business-Coaching unterwegs ist oder Beratungen in diese Richtung, was ist das Minimum, was du glaubst, von deiner Meinung würdest du empfehlen für die Sicherheit? Ja, also ich habe es anfangs gesagt, für mich ist das Minimum eine SSL-Verschlüsselung. Die kann man relativ schnell sehen, ob die vorhanden ist oder nicht. Und das, also alles, was darüber hinausgeht, über die Speicherung der Daten etc., sollte man einfach aufpassen, dass keine krassen Klauseln irgendwie in den Datenschutzbedingungen drin sind. Dass irgendwie jetzt die Informationen, die ich austausche, jetzt das Eigentum von Skype werden. Und solcherlei, ja, dass man nicht irgendwie sein Wissen auch verkauft an die Softwareanbieter und seine Kundeninformationen an die verkauft, ohne dass man dafür was bekommt. Und ja, ansonsten SSL-Verschlüsselung ist für mich schon ein Must-Have. Ja. Okay, SSL ein Must und Datenschutzerklärung lesen, Datenschutzerklärung Genau. lesen, Datenschutzerklärung lesen. Das ist quasi die Quintessenz von dem heutigen Interview. Und Vertrauen. Vertrauen ist auch wichtig, weil wenn man jetzt ein Unternehmen hat, im Endeffekt kommt es immer, die können machen, was sie wollen, wenn sie es wirklich wollen und wenn sie es böse wollen. Das heißt, man muss einfach Vertrauen zu seinem Softwareanbieter auch aufbauen und muss halt einfach schauen, denkt man, dass dieser Anbieter auch mit dem Daten gewissenhaft umgeht. Oder ist das Management so, dass man sagt, die gehen damit verantwortungsvoll um? Und das ist eben so ein Soft-Fact, ja, den man auch schon beachten sollte. Okay, alles klar. Puh, das war sehr interessant. So, jetzt wollen wir ganz kurz noch gucken, wo findet man Flexperto im Netz und wie kann man euren Service testen? Ich habe heute begonnen damit, mit dem System zu testen und bin schon jetzt recht begeistert. Erzählst du uns das? Genau, also das System kann man auf www.flexperto.com wie flexible Experten testen und kostenlos für einen Monat. Wie gesagt, wir richten uns an selbstständige Berater, aber auch an Unternehmen, die ganze Online-Beratungsprojekte aufbauen wollen, bauen da auch White-Label-Marktplätze auf. Und am besten ist es da einfach auch gerade, wenn es um größere kommerzielle Geschichten geht, einfach auch mit uns telefonisch in Kontakt zu treten. Die Informationen, die stehen alle auf der Webseite, wie gesagt, flexperto.com. Und kostenloses Testaccount für einen Monat ist gar kein Problem. Sehr schön, sehr schön. Das finde ich gut. Also Felix, merci vielmal, herzlichen Dank für das wunderbare Interview. Ich habe sehr viel gelernt und ich brenne schon drauf, das mit meinen Lesern und mit meinen Kursteilnehmern zu teilen. Danke auch. Tschüss. Ciao.